Ja, hoi, meine konianischen Freunde von heute. Willkommen zu einem neuen Part Tonyoks Pro Skater 4. Im letzten Part haben wir das, glaube ich, angefangen, haben schon 21 von 34 Gaps geholt und heute geht's weiter. Und wir machen erstmal ein paar Aufgaben. Yo, the magic bum from Venice followed me all the way out here. It's just like last time. Try to find him and ollie over him 5 times. Each time you ollie over him, he'll move to a new spot. Keep your eyes peeled. He's a stinky, sneaky guy. Hier ist ein sneaky guy. Gut, Olli den Saufbruder 5-mal. Das Schwierige ist, hier muss man den suchen. Aber er fliegt hier immer rum. Also von daher ist es nicht schwierig. Und übrigens, im letzten Part habe ich doch hier den Gap gemacht, ne? Es ist doch ein Gap. Hm? Ich bin ein bisschen angepisst deswegen. Weil es eigentlich doch ein Gap ist. Verständlich, oder? Gut, da war einer. Ich weiß, dass hinter der großen Rollin einer war. Das ist eine coole Aufgabe. So ein bisschen retro. Au! Das tut weh. Und wir stehen davon wieder auf, als wenn nichts gewesen wäre. Ach man. Gut, letzte Ledge hatten wir auch noch nicht. Ja? Achten wir schon drauf. Wenn ihr den ganzen Part guckt, dann seht ihr auch, welche Gaps noch fehlen. Und welche wir noch machen müssen. Und ab und zu mache ich die dann. Also immer schön auf die Liste achten, die ich unten in der Beschreibung habe. Und dann, ja, wisst ihr Bescheid. Also auf jeden Fall echt sehr gut. Das war ziemlich einfach. Hier konnte ich mich irgendwie besser erinnern als Dings, als an die Skate-Ausrüstung, die ich noch anhabe. Ausrüstung, die ich anhabe. Dieser wunderbaren Schienbein- und Arm... Schienbein- und Ellbogenschnur könnten bald eure sein. Oder auch nicht, weil sie mit dem Schiff vorhanden sind. Also, die ich jetzt gerade anhabe. Na, Kunde, auf, Bruder. I'm a little bit worried about my bird friends getting zapped up on those old power lines. Can you get up there and just shoo them away? You should hold a little, hold a lip trick near them. Otherwise, you know, they just keep coming on back. Okay. Das war jetzt eine wirklich ekelhafte Aufgabe. 7 Vögel. Man kann sie erkennen, wo die Scheiße ist, deswegen. Also auf der Rampe ist Scheiße. Daran kann man sie erkennen. Das war knapp. Also hier ist Scheiße. Ist da irgendwo Scheiße? Da ist Scheiße. Das Gleichgewicht halten. Ach, mit dem Boneless, das geht viel angenehmer. Ja, das war nicht gut. Gut, da hinten ist aber noch ein Vogel, den habe ich gerade gesehen, weil ich den vergesse. Na, Vogel, du musst verschwinden. Sonst denkt der Kronasaufbruder noch, du kriegst den Stromschlag. Da ist mir gerade ein Vogel in die Kamera geflogen, ne? Richtig gesehen? Ich glaube schon. Vorhin haben die Stromleitungen hier eigentlich Strom? Ich meine, die sind ja einfach da hinten zu Ende oder so. Da. Seht ihr? Da ist kein Ding mehr dran. Aber ich könnte sein, dass sie irgendwie auf Spannung oder so stehen, ne? Ich habe keine Ahnung. So. Vogel Nummer 6. Und der letzte ist hier drüben. Da ein bisschen weiter links. Dankeschön. Sehr schön. Wir haben schon 60 von 190 Zielen geschafft, Leute. Das ist sehr gut. Wir kriegen keinen statistischen Punkt, der hätte ich nämlich in den Lip reingegeben. Was natürlich Sinn ergibt, ne? Mhm. Gut. Müssen wir mal zu dem Typen hier. Kundenarbeiter. Yeah, the locals want to see you bust over the spine on the mini. They hit the tricks they call out, but remember, they have to be done over the spine. Okay. Das ist Mr. One Punch Man. Guck mal genau hin. Kennt ihr One Punch Man, Leute? Ich hoffe, ihr kennt One Punch Man. One Punch Man ist ein ziemlich cooler Anime. Auch wenn er mit einer Staffel noch zu kurz ist. Kann ich auch hier machen? Nee, kann ich nicht. Ich muss einen Spin-Transfer machen. Okay. Auch wenn er mit einer Staffel und 12 Folgen noch ziemlich kurz ist, aber ich hoffe, da kommt bald mehr. Also, klar, es gibt deutlich bessere, aber die Idee finde ich schön. Das ist auf jeden Fall etwas, was man sich angucken kann. Wenn ich so eine Bewertung... Ich sehe mal Leute, die auf YouTube sitzen und Animes Bewertungen geben und über Animes Videos machen. Ich muss zugeben, sowas würde ich nicht machen. Nein, ist nicht wegen... weil es uncool wäre oder so. Ich finde Animes sind sehr coole Sachen. Ich mag Animes. Ich bin ein sehr großer Anime-Fan. Ne? In Animes kann man nicht enttäuscht werden. Da weiß man, was kommt. Im Gegensatz zu RTL und so. Da weiß man nie, was kommt, weil es ist RTL. Und die wissen selber nicht mehr, was als nächstes kommt. Das weiß ich. Ja, und ansonsten... Ich mag Animes auf jeden Fall. Aber One Punch Man hat uns eine Aufgabe gegeben, die wir nicht mit einem Schlag besiegen konnten. Gut, da waren wieder Flips dabei, deswegen machen wir Flip-Tricks höher. Unsere Statistikenpunkte sind auch schon ziemlich hoch, ne? Gut, Angeber. Machst du noch mehr Tricks? Komm, zeig mir deine besten Moves.
Show me your moves. Okay, ich bin nicht Falco. Falcon. Oh yeah, das war cool. Komm, zeig mir noch einen Trick. Du willst dich, ne? Leck mich dann. You ripped it up in the street course. Now it's time to go over the vert ramp and see what you can do. They're warming up right now, so get over there, dude. Top 3 guys get medals. Good luck. Okay. Platz 3 oder besser. Sehr schön. Das wird aber kein Problem sein. Nö, eigentlich nicht. Ich hab den Misty Flip noch nicht umgesetzt, ne? Deswegen mache ich meistens immer einen Shobbit, weil ich den Misty Flip eigentlich machen möchte. Ja, das ist ärgerlich. Werde ich mich auch nicht so leicht gewöhnen können daran, aber gut. Irgendwie wird es schon klappen. Ich glaube, wir haben genug, ne? Oder? Ich mach einfach aktuell den Lauf beenden. Ja, das ist locker genug. Was? Was? Ernsthaft? Okay, das hatte ich auch noch nie, dass jemand 99 von den Gegnern hatte. Das ist jetzt mal überraschend gewesen. Das war echt überraschend, Alter. Gut, dann mache ich mal ein bisschen mehr als nur die 200.000 Punkte. 300.000 Punkte. So. Ja, komm, das müsste reichen. Okay. Alter, jetzt hatte dieselben Bewertungen wie ich gehabt. 99 und 98, aber ich teile mir nicht den ersten Platz. Nix da. Das ist mein erster Platz. Komm damit klar, okay? Geoff Rowley. Mein erster Platz. Da ist nichts mit teilen. Ne, ernsthaft, da ist nichts mit teilen. Gold gehört mir alleine. Guck mich unter den Rock, Leute. Ich kann unter den Rock gucken, ne? Okay. Guckt mir nicht unter den Rock. Das klingt jetzt so dämlich eigentlich. Gut. Leute. Handstand. Die Massen sind aus dem Häuschen. Jetzt kommt's. Mit einem Punkt. Alter, da haut er echt eine 99 und 98 und was auch immer Runde rein. Was soll die Scheiße, Alter? Okay. Das war ein bisschen heftig, ne? Alter Schwede. Gut, Gut. Dann haben wir noch eine Aufgabe. Wer ist das? Kona-Mitarbeiter. Hey, here's a tech challenge for you. I put together a nice long box, manual or nose manual at first. Then we'll go from there. Whatever you do, don't set that manual down and keep it up on the box. Okay. Ja, das wird ja kein Problem sein. Schön, nächster Test. Kickflip in einem Manual. Es war Heelflip. Schön, dass ich Heelflip mit Kickflip verwechsel. Ah, ich bin gerade ein bisschen langsam, aber schaffe ich noch. Und jetzt Kickflip to Heelflip, ne? Ja. Und Heelflip. Das war simpel. Okay, wir haben noch eine Aufgabe hier. Ich überlege gerade, welche das ist. Ich glaube, die ist da hinten. Genau, das ist, glaube ich, Combo, ne? Combo hatten wir hier noch gar nicht. Local. 5 little combo letters. You have to get them all during the same combo. No whiners! Ja, schon gut. Werd nicht so aggressiv, Alter. Fünf kleine Kombo-Buchstaben in einer Kombo. Bist du zufrieden? Wir gucken jetzt auf die Zeit. Wir haben 10 Minuten gespielt und haben alle Aufgaben hier abgeschlossen. Alle scheinen, es fehlen uns noch ein paar Gaps. Und wir kriegen wieder mal ein bisschen switchy-switchy. Weil wir Raid nicht mal voll machen kann. Gut, Gaps, die uns / mir noch fehlen. Ich glaube, einmal muss ich... Ja, reicht das so? Ich glaube, ich muss einmal hier von hier bis ganz unten hin grinden. Glaube ich auf jeden Fall. Ja, das reicht nicht. Natürlich reicht das nicht. Ich überlege gerade noch, welche Gaps mir fehlen. Ein paar fehlen mir auf jeden Fall noch. Ich weiß auf jeden Fall, dass einer dieser Gaps das Runtergrinden hier ist. Aber ich krieg's gerade nicht auf die Reihe, weil irgendwie die Ecke hier... Dankeschön.
ziemlich problematisch ist. Dankeschön. Snack Heat to Tail. Oder Heads to Tail. Guck ich mal kurz rein. Gut, Krusty Connections, Ledge to Lip, Whale to Whale. Sidestep the Snake. Okay, das weiß ich, das ist halt. Oh, guck mal, Tombstone Extension kann man hier machen. Das ist nämlich hier der Grabstein. Oh, ist ja kein Grabstein, aber ist halt der Gap. Krusty Connection ist da hinten. Das war so da drauf oder war es andersrum? Ich habe keine Ahnung. Krusty Connection. Ey, jetzt will ich gerade Way to Ledge to Lip. Ich weiß gerade nicht, was Ledge to Lip war. Ja, manchmal vergisst man sowas. Ah doch, ich weiß es wieder. Das war mit dieser Ecke hier in Verbindung gebracht. Gut. Wenn das alles gut klappt, dann ist das ein ziemlich kurzer Part heute. Aber glaube ich nicht. Vor allem Sidestep the Snake ist was ziemlich Schwieriges. Ja, Sidestep. Das könnte echt schwierig werden. Aber auch diese Ledge to Lip ist. Oh Gott, da geht es noch weiter um die Kurve. Das sah gerade nur komisch aus, deswegen. Okay. Genau, muss halt. Autsch. Autsch, die schönen Schoner verletzt. Das ist nicht gut. Gut, dann versuchen wir mal kurz hier so darüber zu kommen. Dankeschön. Auch wenn ich nicht richtig drauf gemeint habe, wie das aussah. Okay, vielleicht muss ich langsam sein. Dass ich es von der Kante aus schaffe. Ja, ich glaube schon. Dankeschön. Ledge to Lip. Gaps ansehen. Was wird jetzt noch? Whale to Whale, White Man's Bomb Drop. Ich weiß gar nicht, was das war, aber TC Deck Gap und Ray Transfer. 10 Point Landing. Ach Gott. Ja, und Air Over können wir nicht machen, weil Air Over ist ein Profiaufgaben Gap. Okay. Whale to Whale. Jetzt ist die Frage, wo ist Whale to Whale? Whale to Whale könnte eigentlich überall sein. Wo ist Whale to Whale? Ist so gerade die Frage, die ich habe, weil. Ich glaube, das war irgendwie. Was ist, kann das hier gewesen sein? Oder kann das. Ach, könnte es auch hier gewesen sein. Das sieht sehr einladend aus. Ist aber ein bisschen tricky. Darf man wenig zu schnell sein. Ich bin einfach viel zu schnell für das Spiel. Danke, Whale to Whale. Gut, die 10-Punkte-Landung ärgert mich noch ein bisschen. Aber ich gebe nicht auf, die war. Ich weiß, dass die irgendwo hier war. Vielleicht war die auch von den kleinen Kicker aus zu jumpen. Kann auch sein. Ja, das kann echt sein. Gut, wir müssen aber drauf landen. Ray Transfer fehlt auch noch. Ich überlege gerade, was Ray Transfer war. Und White Man's Bomb Drop. Jetzt war ein bisschen zu weit links. Gucken auf die Uhr. Ich muss mal kurz auf die Uhr gucken. 13 Minuten. Das geht ja eigentlich, ne? Halt nur die 10-Punkte-Landung ist ein bisschen schwierig. Aber die sollte kein Problem sein. Okay, das war ein bisschen zu schräg. Das Ziel verfehle ich gerade. Das ärgert mich gerade wieder eine Gap. Dankeschön. 10-Punkte-Landung. Gut, White Man's Bomb Drop. Ich überlege gerade, was das für Gap war. TC Deck Gap. Ist auch noch ein Gap, ne? Ach! Das war jetzt nicht gewollt, Leute. Das war der Krusty Transfer. Das war jetzt echt nicht gewollt, Leute. Ich wollte eigentlich nur kurz rüber. Autsch. Autsch. Doppel-Autsch. Dreifach-Autsch. Die Schoner sind im Arsch, Leute. Jetzt, was ist denn los? Erst können wir uns unter das Röckchen gucken und dann können wir uns in den Ausschnitt reingucken. Was macht ihr mit mir, Leute? Okay, ihr macht eigentlich gar nichts. The White Man's Bomb Drop. Ich überlege gerade, was das für ein Gap war. Ich habe keine Ahnung mehr. Irgendwie darüber? Nee. Okay, das war kein Gap. Ich hänge immer an deiner Lampe fest, deswegen weiß ich nicht, ob das ein Gap ist. Gute Frage, ob das hier irgendwo ein Gap ist. Nee, welche fehlen uns denn noch? Also, uns fehlen noch White Man's Bomb Drop. Ray Transfer. Und das war's. Zwei Gaps noch, die wir suchen. White Man's Bomb Drop. Könnte es sein, dass es von.
Wildman's Bomb. Der gibt nicht viele Punkte, deswegen kann er nicht so schwierig sein. Wenn ich mal gerade überlege. Ah! Okay. Das war jetzt geraten, weil ich dachte, da war irgendwas. Okay, der Ray-Transfer. Der Ray-Transfer. Wo könnte der Ray-Transfer? Das ist auch wieder ein Transfer. Gut überlegen. Der wird auch irgendwo sein. Das hatten wir ja schon, ne? Ja, Channel Ramp to Ramp. Ray-Transfer. Wir könnten theoretisch mal gucken, ob wir hier an diesem Geländer rüberspringen können, aber ich glaube nicht, ne? Nee. Schade, wäre schön gewesen. Über den Tombstone, was wir gerade nicht geschafft haben. Aber jetzt auch nicht. Aber. Na, war das rüber? Aber ich glaube, das war kein Gap, ne? Nee, das war kein Gap. Ray-Transfer. Ich hab grad keine Ahnung mehr, was der Ray-Transfer war. Der Weg-Transfer. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Der Weg-Transfer. Keine Ahnung mehr. Ray-Transfer. War nicht auch von hier hinten aus ein Spin-Transfer rüber? Ich hab's. Ach Gott. Stimmt. Ja, so ein bisschen Erinnerung kommt immer wieder. Das ist echt gut. Gut, Leute. Das Level ist zu 100% abgeschlossen. Wir haben alle Gaps, die wir machen können. Air Over ist leider Stevie Caballeros Profi-Challenge. Das ist, ja, werden wir später noch sehen. Ja, ansonsten haben wir alle Scheinheil-Aufgaben hier erfüllt. Sieht man ja an den Stand. Im nächsten Part geht es dann in die Schiffswerft, ne? Da holen wir uns dann auch wieder ein paar Ziele. Sehr schön. Es läuft wirklich sehr gut. 32 Profi-Punkte, um den nächsten Level freizuschalten. Die habe ich schon lange. Die habe ich schon echt lange. Aber gut. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. 26 Profi-Punkte noch zum Profi-Challenge freispielen. Wir kommen gut voran. Im nächsten Part wieder ein bisschen umgezogen. Die Schiemaschine können wir abgegeben werden, denn Corona wird verlassen. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Und Masala Vista, Baby.